Weihnachten steht vor der Tür. Haben Sie Weihnachtswünsche an Ihre Anhänger, Wählerinnen und Wähler? Ja, mein Hauptwunsch wäre, zu sehen, dass im kommenden Jahr bei den EU-Wahlen auch eine Richtungsentscheidung damit zu treffen oder darüber zu treffen ist, ob diese Europäische Union weiter entchristlicht werden soll, bis hin zur Christenfeindlichkeit, oder ob diese Europäische Union sich der christlichen Wurzeln erinnert und besinnt und damit versucht, auch wirklich ein Friedensprojekt zu werden. Friedensprojekt heißt aber, mit allen Partnern auf dem Kontinent Frieden herzustellen. Das heißt insbesondere auch mit den östlichen Partnern, das heißt mit Russland, mit Ukraine, mit Weißrussland, in ein vernünftiges, gutes, gedeihliches Klima zu gelangen. Und was sind Ihre Wünsche für Ihre Wähler? Also nicht nur von der Politik, sondern für Ihre Kolleginnen und Kollegen beispielsweise hier im Haus? Den Kolleginnen und Kollegen wünsche ich mehr Einsicht, mehr Kritikfähigkeit, auch eine kritischere Haltung insgesamt zu den Vorgängen und natürlich Bekehrung, das ist gar keine Frage. Man hat es ja hier zum Teil mit völligen Neuheiten zu tun. Meinen Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich aber wünschen, dass sie im kommenden Jahr Glück und Segen haben. Ich möchte ihnen wünschen, dass sie inneren Frieden finden, dass sie Zufriedenheit finden, dass sie sich mit dem, was an Krisen uns ins Haus steht, auch diese Krisen nutzen, um sich auf die wesentlichen Dinge des Lebens wieder zu konzentrieren und sich darüber im Klaren zu sein, dass wir nicht auf dieser Welt sind, nur um sie grenzenlos zu benutzen und auszunutzen, sondern dass wir auf der Welt sind, um in Verantwortung vor künftigen Generationen, aber auch vor der Schöpfung und vor unserem Schöpfer bestehen zu können. Und dass wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Und all das sind alles die Reflexionen, die man, glaube ich, jetzt in einer Zeit wie Weihnachten tätigen sollte. Ich wünsche allen jedenfalls Gesundheit, Glück und Gottes Segen. In diesem Sinne, gesegnete Weihnachten und danke für das Gespräch. Danke sehr. Danke.